Unter anderem Ulrike Taucher, Christoph Schobesberger, Ida Grottendorf, C.A. Tiki, Toni Wagner, Monika Salzack und Walter Langer. Wie singen. Ich höre keinen einzigen. Du denkst ja nur an deinen Joringel. Ich kann an ihn denken. Er hat mir ein großes Lebkuchenherz geschenkt. Mit roten und blauen Zuckerblumen drauf. Auf dem Jahrmarkt. Er hat sein Haus für uns gebaut. Mit einem kleinen Garten. Und nächsten Sonntag ist unsere Hochzeit. Ja, ja. Wann lass ich mir durchstrecken, Charlie? Von oben. Ach, ich kann gar nicht genug an meinen Joringel denken. Auf dem Jahrmarkt war ich auch. So dumm, dass man mir nicht ansieht, dass ich so schöne Strümpfe stricken kann. Ach, lass das! Aus diesen Himbeeren wird Marmelade gemacht. Wenn dein Joringel wüsste, wie gut meine Himbeermarmelade ist, wer weiß. Dann gäbe es vielleicht eine andere Hochzeit am Sonntag. Strümpfe und Himbeermarmelade. Ach, lass das. Deswegen hat dich bis heute noch keiner genommen. Aber dass dieser Joringel nicht gesehen hat, wer die Schönste auf dem ganzen Jahrmarkt war. Am Sonntag willst du heiraten, Jorinde. Mhm. Und hast keine Ahnung, dass dieses blaue Kleid da dir überhaupt nicht steht. Für die Hochzeit habe ich ja ein weißes Kleid. Aber wenn er dich heute so sieht, hast du denn keine Angst, dass er sich noch überlegt? Gar keine. Oh, du bist schlimmer als eine Nachtigall. Nimmst du denn gar nichts ernst? Doch, meinen Joringel. Ein blaues oder ein weißes oder ein grünes oder ein buntes Kleid wie ein Hans Wurst. Das ist doch alles nur dummer Firlefanz. Du musst das ja wissen. Aber dass du nichts ernst nimmst, Jorinde, das stimmt. Du willst heiraten und kannst nicht sticken und nicht backen und vor allem keine Himbeermarmelade einkochen. Das wäre alles nicht so schlimm, wenn du keine blauen Kleider tragen würdest, Jorinde. Ach, trag so viele blaue Kleider, wie du willst. Aber strick deinem Joringel endlich warme Strümpfe für den Winter, Jorinde. Ich liebe meinen Joringel. Und mein Joringel liebt mich. Und nicht die Strümpfe und die Kleider und die Marmelade. Ich sag ja immer, du nimmst nichts. Ja, ja, ja. Alles allein. Ja, such den Weinstein. Ja. Oh! Eine ganz und gar rote Blume soll es sein, sagte der Herr Pimmernet. Mit genau 7 Blütenblättern und einer schönen, waschechten Perle in der Mitte. Ja, ja, ja. Und ganz allein nur dazu, dass wir diese Blume auch wirklich finden, schleppt der Herr Pimmernet dieses Fernrohr mit. Das heißt, das Schleppen ist ja meine Angelegenheit viel mehr als seine. Er schleppt ja nicht einmal 6 oder 5. Nein, eine einzige, eine kleine, eine winzige silberne Schaufel. Denn mit dieser Schaufel soll ja die allerseltenste rote Blume vom Waldboden in den Blumentopf gehopsen. Erbsensuppe mit Speck. Man schneide den Speck in zarten Streifen, gebe ihn in die Pfanne,
und serviere das Ganze mit Bratkartoffeln. 100 Mal schon wollte ich den Herrn Bernel allein durch den Wald laufen lassen. Mit seinem Moos und mit seinen Blumen und mit seinem Farnkraut. Aber ich habe ein viel zu weiches, ein viel zu gutes Herz. Obwohl der Herr Bebernell einen großen Fehler hat, der Herr Bebernell. Er hält nichts vom Essen. Ein Würzelchen, ein Erdbeerlein, ein Brotkrümelchen, ein Fingerhut voll Wasser, das genügt ihm schon. Den Herrn Bebernell. Und ich träume von Wurst. Mit viel Knoblauch und einem gebackenen Huhn und einer Schokoladentorte mit Bratkartoffelschüsseln. Wenn es doch einen Wald gäbe, wo die Bratkartoffeln auf den Bäumen wachsen, dann wäre ich schon ganz zufrieden. Der Herr Bebernell. Hans Wurst, was machst du da mit dem Fernrohr? Ich schaue durch. Ja, und? Was siehst du? Sie. Was? Natürlich, auch den Wald. Ja, und, ne? Was suchst du im Wald? Och, ich ich weiß es ganz genau. Du suchst den Bratkartoffelbaum. Ja. Wie kannst du denn nur ans Essen denken, wenn hier drei so hübsche Damen vor dir stehen? Sind die vielleicht komisch? Auf meinen Reisegefährten Hans Wurst trifft das vielleicht zu, mein Fräulein. Aber ich bin durchaus nicht komisch. Ich bin ein sehr ernsthafter Wissenschaftler. Es gibt auf der Welt keine einzige Pflanze, die ich nicht kenne. Oh. Bis auf eine einzige. Die siebenblättrige Perlenrose. Die schönste Blume der Welt. Was ist denn? Herr Bebernell, sollten wir die Damen nicht lieber fragen, ob sie kochen können? Kochen? Aber natürlich kann ich kochen. Ich kann zum Beispiel... Es tut mir sehr leid, mein Fräulein, aber Herr Wurst und ich, wir befinden uns auf einer sehr, sehr eiligen Forschungsreise. Wir werden vielleicht ein anderes Mal das Vergnügen haben. Das hoffe ich sehr. Ich auch. Auf Wiedersehen, die Damen, auf Wiedersehen. Was sagt ihr jetzt? Wer hätte gedacht, dass so komische Leute in unserem Wald herumlaufen? Über Leute, die gutes Essen zu schätzen wissen, muss man sich nicht gleich lustig machen. Eine Rose mit einer Perle. Die würde mir sicher sehr gut stehen. Ich werde noch ein Stück in den Wald gehen. Wenn die Herren vielleicht wiederkommen, dann sollen Sie genug Himbeermarmelade auf dem Tisch finden. Ja, meine Dame, können Sie auch Erbsensuppe kochen? Hans Wurst! Komm ja schon! Erbsensuppe mit viel Speck. Hans Wurst! Ja! Mit Bratkartoffeln. Kommt ihr mit? Ich warte auf meinen Jorini. Ich will lieber sehen, ob ich nicht doch eine Perlenrose finde. Jorinde! Jorinde! Ja? Lass sie nicht gehen, Jorinde! Wer ist da? Jorinde? Ach, du bist das, Jorinde. Ich habe deine Stimme nicht gleich erkannt. Wo warst du so lange? In der Stadt, Jorinde.
3 bis zum Rand gefüllte Kisten habe ich nach Hause gebracht. Was ist drin? Sag es schon, bitte. Nein, Jorinde. Das soll eine Überraschung sein. Aber wieso bist du denn heute ganz allein? Sind deine Freundinnen nicht mitgekommen? Ach, die waren hier. Aber dann sind ein Herr Bibernell und ein Herr Wurst vorbeigekommen. Der eine hat Bratkartoffeln im Wald gesucht. Und der andere eine Blume. Und da wollte Susanne auch Blumen suchen. Eine Rose mit einer Perle. Und Therese Himbeeren für die Marmelade. Was? Sie sind ganz allein tiefer in den Wald hineingegangen. Warum nicht? Es ist ja noch hell. Aber nicht mehr lange. Die Sonne geht bald unter. Ah, du denkst an das alte Schloss, nicht wahr? Ja, die alte Mafalda im Schloss ist eine Zauberin. Ihr Zauberkreis geht mitten durch den Wald. Ich glaube... Und keiner weiß genau... Ich fange an, wo? Mich zu fürchten, Joringel. Aber ich bin doch bei dir, Joringel. Den ganzen Nachmittag habe ich nur an dich gedacht, Joringel. Und ich war so vergnügt. Jetzt bist du endlich bei mir und auf einmal bin ich so traurig. Mir geht es ganz genauso. Wir wollen lieber nach Hause gehen. Du zitterst ja. Soll ich dir meine Jacke geben? Es ist dunkel geworden. Gleich geht die Sonne unter. Oh. Joringel, das ist nicht der Weg ins Dorf. Nein, das ist er nicht. Ihr lauft direkt in den Zauberkreis. Wo ist die alte Mafalda? Eine Eule. Aber wenn die Sonne erst ganz untergegangen ist... Patti! Patti! Ein Füchslein! Wo steckst du? Noch ist die Sonne nicht fort. Die mich blind wie eine Eule. Am Tag! Jetzt kann ich endlich wieder sehen. Komm, meine Vögelein. Komm, meine Vögelein. Das ist nicht der Weg. Das ist wirklich nicht der Weg ins Dorf. Susanne. Lauf weg, sie soll jetzt hören. Grüß dich, Zachiel. Wenn's Mond ins Körbe scheint, wind fest, Zachiel, zu guter Stund. Die alte Mafalda im Schloss im Wald ist eine Hexe, sagen die Leute. Die alte Mafalda im Schloss im Wald ist eine Zauberin, sagen die Leute. Und das Dach vom alten Schloss im Wald stürzt ein, sagen die Leute. Und zwischen den Steinen wächst das Moos und im Kamin nisten die Vögel. Ja, da nisten viele Vögel überall. Und alle zu meiner Gesellschaft. Die Leute mögen mich nicht. Und ich mag sie auch nicht. Und das alles nur, weil ich zaubern kann. Ich könnte ja auch Riesengurken und Prachtkürbisse in ihre Gärten zaubern. Und doppelt so viele Eier in ihre Hühnerställe. Aber die Menschen sind ja viel zu dumm, um daran zu denken. Viele Vögel wohnen bei mir im Schloss.
Und täglich werden es mehr. Und du wirst auch bei mir im Kamin nisten, meine Nachtigall, und für mich singen. Joringel, Joringel, und du hast es selbst gesagt. Mitten durch den Wald geht der Zauberkreis. Und du bist mit deiner Jorinde geradewegs hineingelaufen. Oh, jetzt bist du ein steinerner Joringel und kannst nur sehen und hören, aber nicht reden und laufen. Und wenn die alte Hexe schlechter Laune ist, wirst du 100 Jahre hier stehen. Und das Moos wird dir auf den Kopf wachsen und die Spinnweben zwischen den Fingern und keiner kann dir helfen. Aber selbst wenn sie guter Laune ist und deinen Zauber löst, deine Jorinde ist und bleibt eine Nachtigall und wird nie mehr deine Jorinde werden. Und du hast sie doch so lieb gehabt. Wenn ich dir nur helfen könnte. Aber ich bin eben nur die Fuchskati. Meine Damen, Hunger. Ich putze der alten Mafalde die Küche, ich füttere ihre Singvögel und ich koche für sie die Suppe. Suppe? Da hat doch jemand von Suppe beim Kochen gesprochen. Dann sind sie also noch da, meine Damen. Der Wald ist ja so finster, dass man vor lauter Angst bald auf die Suppe vergessen könnte. Ist hier jemand? Vor lauter Angst nicht einmal mehr ein Brathuhn, selbst wenn ich eines finden könnte. Und wie ich den Herrn Bibernell und das Zelt wiederfinden sollte, das weiß ich auch nicht mehr. Und die Geschichte, die man so von diesem Wald erzählt, die sind krass. Ich habe nichts gesagt. Ich bin überhaupt nicht da. Den hat die alte Mafalda verzaubert. Der hat sich selber verzaubert, diese komische Angsthase. Hey, du! Ja. Warum hast du solche Angst? Der ist ja nur auf Stein. Wieso spricht er dann mit mir? Das ist nicht er, das bin ich. Wer bist du? Das Ungeheuer, der Zauberer oder die Hexe? Bitte friss mich nicht, bitte verzauber mich nicht, bitte verhex mich nicht. Ich bin ja nur der arme Hans Würster, dem Herrn Bibernell das Fernrohr, die Bücher und die Blumentöpfe trägt. Ohne mich würde der Herr Bibernell gar nicht weiterkommen. Und ich bin ja nur zurückgekommen, weil ich so hungrig war. Wegen der Damen mit der Erbsensuppe. Und ich bin ja so ein dummer Au-Kerl, dass es sich gar nicht auszahlt, mich zu verhecken. Und wenn du mich frisst, dann beißt du dir die Zähne aus. Ich habe ja selber seit 3 Tagen nicht ordentlich gegessen und bin nur noch Haut und Knochen. Na,
wenn du gar so hungrig bist, mein lieber Hanswurst, dann hör endlich auf, dich zu fürchten und schau her. Ein Gipfel. Ein Hexenkipfel. Nein, das ist kein Hexenkipfel. Das ist ein Zuckerkipfel. Nun, iss schon. Du wirst nicht verzaubert. Wie das schmeckt, wie das schmeckt. Das ist doch ein Hexenkipfel. Es schmeckt verhext gut. Wo kommt das Kipfel denn her? Und wer bist denn du? Ich bin nur die Fuchskatti. Aha. Die bei der alten Zauberin im Schloss die Küchenarbeit macht. Ach so. Hexisch! Oh, wo willst du denn hin, du dummer Hanswurst? Hast du noch nicht gemerkt, dass ich es gut meine mit dir? Das Kipfel, das schmeckt ja sehr gut, aber wenn es aus der alten Küche vom alten Schloss kommt, dann... Aber früher war ich auch ein Mensch wie du. Aber dann bin ich nach Sonnenuntergang der alten Mafalda in den Zauberkreis gelaufen. Alle anderen Mädchen hat sie in Singvögel verwandelt, damit sie Gesellschaft hat in ihrem alten Schloss. Aber ich habe so rote Haare gehabt, so richtig feuerrote. Ja. Da hat sie mir meine Kleider gelassen und aus mir einen Fuchs gemacht. Und weil ich nun ein hässlicher Fuchs bin, muss ich sie bedienen, während die Vögel nur singen müssen. Ich muss sie an der Hand führen, weil sie blind ist, solange die Sonne scheint. Ich muss für sie kochen und putzen. Kannst du gut kochen? Das will ich meinen. Auch Erbsensuppe mit Speck? Die allerbeste. Mit Bratkartoffeln. Du. Dumm. Dumm, dass du bei der Alten bleiben musst. Ich würde dich nämlich gerne mitnehmen. Musst du wirklich bleiben? Solange der Zauber nicht gelöst ist. Oh, wenn es ums Zaubern geht, dann... Zwar habe ich in ihren Zauberbüchern und Hexenrezepten gelesen, aber die Blume, die allen Zauber löst, die kennt keiner. Doch, einer kennt sie. Ein Zauberer? Ein Hexenmeister? Nein. Der Herr Bibernell. Oh, du bist wirklich ein dummer Hanswurst. Wie soll denn der Herr Bibernell die Zauberblume kennen? Weil der Herr Bibernell ein sehr ernsthafter Wissenschaftler ist. Und er kennt alle Pflanzen auf dieser Welt. Und da die Zauberblume auch nur eine Pflanze ist. Herr Bibernell! Psst! Au. Wenn die Alte dich hört, wir stehen tief drinnen im Zauberkreis. Ja, aber wenn er doch alle Blumen kennt und ich will dich heiraten. Was? Heiraten? Heiraten. Wegen der Erbsensuppe? Das auch. Und warum noch? Weil ich rote Haare so liebe. Oh, aber die alte Mafalda im Schloss ist eine Erzzauberin. Psst. Schau dir den armen Joringel an. Oh. Er hat seine Jorinde so lieb gehabt und sie ihn auch. Jetzt ist er zu Stein geworden und Jorinde zu Nachtigall. Oh, wenn dein Herr Bibernell die Blume kennt, dann könnte auch für die beiden alles gut werden. Ruf noch einmal, Hanswurst. Noch einmal. Ja, gleich. Ja. Herr Bibernell! Wo ist sie? Herr Bibernell! Kathi! Wo ist sie? Da sind sie ja endlich. Du hast sie gefunden. Oh. Die siebenblättrige Rose. Aber Herr Bibernell, wir suchen jetzt eine ganz andere Blume. Wieso wir? Eine Zauberblume. Zauberblume? Ja, dann bekommt der Joringel. Joringel? Ja. Joringel? Der Joringel, seine Jorinde. Jorinde? Ja, und ich meine Kathi. Kathi? Fuchskathi! Kathi!
Oh. Hört ihr das? Das ist die alte Mafalda. Ja. Wenn die euch hier findet, geht's euch schlecht. Schnell, versteckt euch. Weg, weg. Ich verstehe gar nichts mehr. Sie werden gleich alles verstehen. Ja. Weg, weg, weg. Weg. Da! Ja. Bist du ja endlich. Wo warst du die ganze Zeit? Hier. Hier? Meine Singvögel singen ganz jämmerlich, weil sie Hunger haben. Und eine neue Nachtigall haben wir auch. Ich hab auf den hier aufgepasst. Der? Der wäre nicht weggelaufen, mein Füchslein. Was soll aus ihm werden? Ein Rabe? Eine Krähe? Können nicht singen. Nein, was soll ich mit ihm? Den lasse ich laufen. Oh, und seine Jorinda auch? Die ist und bleibt meine Nachtigall. Sie muss sich nicht einmal einsam fühlen. Ihre Freundinnen nisten auch in meinem Kamin. Arme Jorinda. Wieso? Ich lasse ihn ja frei. Grüß dich! Sachiel! Wenn's Mündel ins Körbe scheint, bin los, Sachiel! Zu guter Stund! Jorinde! Fuchskarte! Jorinde! 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 Ich bitte dich, sag mir, ist meine Jorinde wirklich... Bei mir im Schloss ist sie. Die schönste Nachtigall in meinem Kamin. Ich flehe dich an, gib sie mir zurück! Nie und nimmer, mein Liebster! Ich bitte dich! Geh nach Hause, mein Söhnchen. Zähle die Spatzen auf den Dächern oder den Kokoroz am Feld. Deine Jorinde siehst du nicht wieder. Aber ich kann nicht leben ohne meine Jorinde. Oh, das lernst du schon. Am Sonntag sollte die Hochzeit sein. Die Musikanten sind bestellt. Und der Schimmel vom Bäcker. Schick die Musikanten nach Hause und lass den Schimmel im Stall. Deine Jorinde wird zur Hochzeit nicht kommen. Komm, Kathi, meine Vögel wollen endlich ihr Futter und unsere Suppe muss aufgekocht werden. Denkt an die Blume! Denkt an die Blume! Die Blume? Sie hat von einer Blume gesprochen, die jeden Zauber löst. Komm, sie sind schon weg. Psst. Sehen Sie, Herbst, wenn wir diese Blume also wirklich Blume? Finden... Wo ist sie? Was weißt du von der Blume? Jorinde. Lassen Sie mich los. Ich will Ihnen ja helfen, aber bitte, zuerst möchte ich meinen Kipferl essen. Wieso? Also ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Traum erscheinen. Zweimal habe ich es jetzt der alten Mafalda geklaut. Keiner darf das wissen. Ich kann ja nicht. Nein, nein, wir müssen sofort. Auch nicht mein Hanswurst.
Zweimal habe ich Joringel von der Zauberblume träumen lassen. Und er alles wieder vergessen. Los, 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 komm, ja, 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 komm, ja, da. Er ist schon. Dies hier, mein bester Joringel, sind die seltensten Blumen, die hier rundum nur zu finden sind. Ja, und das wäre ja gelacht, wenn diesmal die Zauberblume nicht dabei ist. Hier. Sie sollten nicht immer nur traurig auf ihrer Flöte spielen, mein lieber Joringel. Sie sollten mit uns kommen und nach der Blume suchen. Wandern ist gesund und bessert die Laune. Nein, Herr Bibernell. Nein? Die Blume, von der ich jetzt zweimal geträumt habe, die ist nicht dabei. Ja, aber wie kannst du denn das wissen, Joringel? Du hast doch das letzte Mal selbst gesagt, dass du dich beim Aufwachen nicht mehr genau erinnert hast, wie die Blume aussieht. Aber wenn ich sie sehe, werde ich sie sofort erkennen. Ich glaube, ich werde meine Jorinde nie wiedersehen. Das werden Sie doch. Glauben Sie wirklich, Herr Bibernell? Ja, 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 ja. Glauben Sie wirklich, ich sitze immer nur hier und spiele auf meiner Flöte? Wie oft bin ich zurück in den Wald gegangen. Aber ich konnte das alte Schloss nicht finden. Und meine Jorinde nicht. Es ist so schrecklich nett von Ihnen, Herr Bibernell, dass Sie für mich nach der Zauberblume suchen. Aber wenn ich mit Ihnen käme, ich wäre eine traurige Gesellschaft. Ich weiß ja auch nicht mehr, wo wir nach einer so seltenen Blume noch suchen sollten. Aber es wird uns schon etwas einfallen. Nur nicht auf leeren Magen. Kommen Sie, Herr Bibernell, wir wollen ins Dorf gehen und uns stärken. Dann werden wir gescheiter sein. Also, zwei gedünstete Karotten. Und eine halbe Kohlrübe mit einem Flöckchen Butter. Das wäre jetzt wirklich nicht schlecht. Ja, und danach ein halber Schinken. Ach, eine halbe Kohlrübe. Mir läuft das Wasser im Munde zusammen. Gestärkt und gescheit kommen wir wieder. Ich werde dich nie mehr wiedersehen, meine Jorinde. Die alte Hexe ist eben stärker als ich und meine Freunde. Wenn ich doch auch eine Nachtigall sein könnte, bei dir, im Käfig, am Kamin. Um wie viel glücklicher wäre ich da. In der Welt, seine Jorinde, und hat es doch aufgegeben, sie jemals wiederzusehen. Einmal versuche ich es noch, und wenn es wieder nicht klappt, dann werfe ich das Buch mit allen seinen Träumen zu den Sumpfdotterblumen in den Bach. So. Diesmal probiere ich es mit dem letzten Spruch. Thank you.
hat 2 mal 7 Wände. Weihe uns 3 mal 7 Kuckucksfelder. Im Pfefferwald unter den goldenen Buchen musst Joringel verschwinden, musst nur den Weg zu mir finden. Der alten Zauber wird verwehen, Jorinde wirst du wiedersehen. Ich habe von der Blume geträumt. Wieder habe ich von der Zauberblume geträumt. Von einer roten Blume. Einer Rose mit 7 Blütenblättern. Von einer blutroten Blume mit einer schönen großen Perle mittendrin. Die Dotterblumen im Bach müssen auf ein anderes Buch warten. Jetzt weiß ich es. Ich kann mich erinnern. Ich weiß, wie sie aussieht, die Zauberblume. Und ich weiß auch, wo ich sie finden kann. Also, diese halbe Kohlrübe, ja, mit dem Butterflöckchen oben auf. Und der halbe Schinken, ah, und die Bratkartoffeln. Herr Biberne, Hans Wurst, ich habe wieder geträumt. Ja, und alles wieder vergessen. Nein. Diesmal weiß ich genau, wie die Zauberblume aussieht. Hören Sie zu. Ich weiß ja sogar genau, wo sie ist. Also, eine blutrote Blume. Blutrote Blume. Eine Rose. Rose. Mit einer schönen, großen Perle in der Mitte. Eine schönen, großen. Was? Was? Die seltenste Blume der Welt, die ich schon so lange suche. Das ist Ihre Zauberblume? Na, worauf wartest du? Einfach aufräumen, wir müssen weg. Nein, so lange kann ich nicht warten. So sagen Sie mir doch, wo sie ist, Ihre Blume. Meine Blume. Das ist jetzt auch ganz egal, aber wo? Wo ist sie? Hinter 2 mal 7 Wäldern. 2 mal 7 Wäldern? Weiher. Weiher? Und 3 mal 7 Kuckurutzfeldern. 3 mal 7 Kuckurutzfeldern? In einem Pfefferwald. Unter goldenen Buchen. Pfefferwald? Ja. Goldene Buchen? Ja. Das muss doch im Orient sein. In Indien zumindest. Nein, es ist nur 9 Tage weit. 9 Tage? Ich werde meine Jorinde wiedersehen. Ja. Die Alte wird ihre Zaubermacht verlieren und alles wird gut werden. Ich danke euch für alles, meine Freunde. Aber jetzt muss ich gehen. Herr Joringel, so warten Sie doch. Na, und worauf wartest du? Wir müssen weg! Wir müssen weiter! Joringel! Da weiß endlich einer, wo die seltenste Blume der Welt sich befindet und...
Wir lassen ihn einfach weglaufen. Und ich habe mich so auf ein Schläfchen nach den Bratkartoffeln gefreut. Bin ich müde. Nur noch ein Tag. Und ich habe nicht einmal die 3x7 Kukurutzfelder gefunden. Wie durstig ich bin. Wasser! Wie klar und frisch das Wasser aussieht. Trink aus dem Weiher, Joringe. Aber trinke nicht gleich. Die Sonne am Himmel ist weiß, die Steine um den Weiher sind heiß. Ich verdorre und verdurste, das sag ich dir. Trinkst du aus diesem Weiher vor mir? Wegen mir soll niemand verdursten. Solange werde ich es schon noch aushalten. Ich danke dir, Joringel. Wer bist du denn? Woher kennst du mich? Kennst du meine Stimme nicht? Du hast sie doch jede Nacht gehört, Joringel. Die rote Blume? Die rote Blume. Ja, ich bin es. Ich bin dir im Traum erschienen und habe dich den Weg zu diesem Weiher geführt. Jetzt kannst du trinken. Ich wollte nur dein Herz prüfen. Aber heute ist der 9. Tag. Ich habe den Pfefferwald noch immer nicht gefunden. Und in welcher goldenen Buche bist du? Und das Zauberwort, damit sie sich öffnet. Nicht so schnell. Ich werde dir alles erklären. Du musst Wasser aus diesem Weiher mitbringen und mir zu trinken geben und... Und heute ist der letzte Tag. Die Sonne steht hoch am Himmel. Und wenn ich dich nicht finde, ist meine Jorinde verloren. Ich weiß, wie sehr du deine Jorinde liebst. Die Stimme deines Herzens ist zu Tränen gerührt. Ja, du sollst ihr folgen. Sie wird dich zu meinem Freund Bachstelz im Kukurutz führen, im 3x7. Kukurutzfeld im silbernen Kukurutz. Dort wohnt er. Du musst ihn rufen, er wird dir weiterhelfen. Ich danke dir. Leider habe ich keine größere Flasche. Ich würde dir Wasser von diesem verzauberten Weiher bringen, so viel du willst. Ich muss dich heute noch finden. Hoffentlich kann mir dieser Bachstelz im silbernen Kukurutz wirklich helfen. Viel Glück, Joringel. Bachstelz im Kuckuck. Herr Kuckuck. Der silberne Kukurutz. Wie schön das ist. Und wie das alles glänzt in der Sonne.
Herr Bachstelz? Ich bin's. Joringi. Die rote Blume schickt mich. Sie hat gesagt, sie werden mir weiterhelfen. Herr Bachstelz? Bremsen! 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 Tag aus, Tag ein, die 3x7 Kuhkruzfelder umgraben und gießen. Vor lauter Arbeit weiß ich schon nicht mehr aus. Au! Au? Wer bist du denn? Was machst du denn in meinen Kuhkruzfeldern? Alles zertrampeln, was? Herr Bachstelz. Ich bin kein Herr. Ich arbeite hier. Ich bin auf der Suche. Ich meine, sie hat gesagt, weil sie mir erschienen ist. Hier, das Wasser. Du meinst, das gesagt. Vielleicht sagst du mir auch, wovon du redest und von wem. Gießen. Die rote Blume. Ich muss unbedingt zu ihr. Sie werden mir weiterhelfen, hat sie gesagt. Hat sie gesagt, weil ich ja sonst nichts zu tun habe. Weißt du überhaupt, wo sie zu finden ist? Im Pfefferwald, wo die goldenen Buchen stehen. Und weißt du auch, wie weit das ist? Nein, aber ich bin schon seit 9 Tagen unterwegs. Was willst du denn eigentlich von der roten Blume? Sie ist mir im Traum erschienen. Wenn ich sie finde, wird sie mir helfen. Die Hexe Mafalda hat nämlich... Nein, von der will ich gar nichts hören. Sie hat viele meiner Schwestern und Brüder verzaubert und hält sie gefangen. Wie meine Jorinde. Ich will sie befreien. Und ich kann jetzt die ganze Arbeit hier ganz alleine. Was hast du gesagt? Die rote Blume will mir helfen, meine Jorinde zu befreien. Ja, wenn das so ist, wenn du deine Rinde. Wenn du deine Rinde befreist. Jo-Rinde. Wenn du deine Jo-Rinde befreist, dann sind ja alle anderen auch. Wie bitte? Ja, die kämen dann zurück. Und ich hätte dann einige freie Tage. Schau dir mal mein Federkleid an, wie stumpf es geworden ist. Seit Jahren habe ich kein ordentliches Sandbad mehr genommen. Herr Bachstelz, bitte. Das wäre etwas, wenn alle wieder da wären. Da könnten wir unser jährliches Vogelsommerfest feiern. Wenn ich daran denke, der Humpfauf, was der für ein Tänzer ist. Und die kleine Bandrechsel, die zwitschert am höchsten von uns allen. Nicht so gut. Ja, und der Paladatsch. Das sind 3 Schlumianer. Herr Bachstelz. Bin kein Herr. Ja, bei dir. Ich muss unbedingt heute noch die rote Blume finden. Ja, ich weiß schon. Ich war im Gedanken ganz woanders. Ja, ja. Sie hat gesagt, sie werden mir weiter... Ja. Ich werde dir schon weiterhelfen. Aber weißt du auch, wie weit der Pfefferwald von hier weg ist? Nein, eigentlich nicht. Ich weiß ja nicht einmal, wo er ist. Ich weiß es. 9 Tage. Nochmals 9 Tage zu Fuß. Zu Fuß, sowas Dummes. Ein Bachstelz geht doch nicht zu Fuß. Ein Bachstelz. Na? Ein Bachstelz fliegt natürlich. Dann ist es aus. Heute ist der letzte Tag. Also mit dir hat man es schwer. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Ja? Ja. Aber was? Ja, was? Wasser. Was? Wasser? Ja, Wasser. Was für ein Wasser? Nein, nicht dieses. Aus dem verzauberten Weiher. Ach so. Nein, du bringst es doch der roten Blume. Mhm. Ein paar Tropfen mehr oder weniger werden dir schon nichts ausmachen. Ja, wenn ihr meint. Hier. So. Der Hut. Wo ist mein Hut? Hier ist er. Ruhe! Wenn du den silbernen Kukuruz mit 3 Tropfen dieses Wassers besprengst, schenkt er dir dafür 3 silberne Kukuruze. Nein, es ist falsch. Mais. Schenkt er dir dafür 3 silberne Maiskörner. Ja. Die brauchst du für die goldene Buche, in der die rote Blume wohnt. Ja, aber jetzt weiß ich immer noch nicht, wie ich hinkomme. Aber ich weiß, wie du hinkommst in den Pfefferwald. Gut.
Aber der Pfefferwald ist 9 Tage von hier entfernt. Ja, und das auch noch durch die Lüfte und nicht zu Fuß. Zu spät. Eben nicht. Wieso nicht? Wieso nicht, wieso nicht? Weil die 3 Silberkörner schneller sind als der Wind. Sie werden dich hinbringen. Ja, wie denn? Wie denn, mein Gott? Bist du umständlich? Ich sehe schon, du hast deine Rohrinde sehr gern. Rohrinde. Ja, Rohrinde sehr gern, aber umständlich. Also, 1, 2, 3 helle Silbertropfen. Musst mit den Körnern an die Buche klopfen. Buche, gelb wie Holz, sei meiner Jorinde Gold. Das war falsch. Buche, gelb wie Gold, sei meiner Jorinde Holt. Lass mich die rote Blume sehen, muss mit ihr zu Jorinde gehen. Ich hoffe, du merkst dir das. Also? Buche, gelb wie Gold, sei meine Jorinde Gold. Poetischer. Buche, gelb wie Gold, sei meine Jorinde Gold. Also. Buche, gelb wie Gold, sei meine Jorinde Gold. Lass mich die rote Blume sehen, muss mit ihr zu Jorinde gehen. Aber jetzt weiß ich noch immer nicht, wie ich hinkomme. Mein Gott, bist du umständlich. Nimm die 3 Silberkörner. Wirf sie in die Luft. 3-mal und sag... Silberkörner, helft mir suchen, Pfefferwald und goldene Buchen, bringt mich hingeschwind, seid schneller als der Wind. Und Joringi, vergiss nicht, die rote Blume soll auch meine Schwestern und Brüder befragen. Aber natürlich, danke. Silberkörner, helft mir suchen, Pfefferwald und goldene Buchen, bringt mich hingeschwind, seid schneller als der Wind. Vogel wird der nie. Dass die Liebe Menschen so umständlich macht, das soll einer verstehen. Aber ich wünsche dir viel Glück, Joringel. Ich möchte mich doch schon so auf unser Vogelsommerfest freuen. Auf den Hupfauf, auf die kleine Banddrechsel und den dicken Balladatsch. Die machen immer Balladatsch. Pfefferwald. Wie finde ich dich? In welcher goldenen Buche? Wo bist du? Du bist Joringel auf der Suche, wirf die silbernen Körner an die Buche. Dort, wo 14 und Primel stehen, Buche sollst du mich sehen. Buche, gelb wie Gold, sei meine Jorinde Hold. Lass mich die rote Blume sehen, muss mit ihr zu Jorinde gehen. Die rote Blume. Wie ich dir gesagt habe, Joringel, Bachstelz, mein Freund, hat dir weitergeholfen. Ich danke dir. Wie schön du bist. Ich habe dir zu trinken mitgebracht. Wasser. Vom verzauberten Weiher.
So, jetzt habe ich mich gestärkt. Jetzt müssen wir aber schnell zurück zu deiner Jorinde. Morgen früh wollen wir sie befreien. Ja, bitte. Und Bachstelz bittet, du mögest mir auch helfen, seine Schwestern und Brüder zu befreien. Aber wie kommen wir denn jetzt so schnell zurück? Aber Joringi, die Silberkörner hier am Boden. Ach ja, natürlich. Silberkörner. Jorinde ist traurig und weint, bis wir sie nicht mit Joringel vereint. Bringt uns nun zurück, geschwind! Seid schneller als der Wind! Ein Strickstrumpf zum Wünschen. Ha, so eine Dummheit. Hokus Pokus, 1, 2, 3, ich wünsche mir ein Ei herbei. Ei, ei, ein Ei. Jedem Kind im Dorf hätte ich so einen Strumpf gestrickt, hätten sie mich nicht immer alte Hexe geschimpft. So habe ich eben nur meine Vögel. Und die sind auch nicht gerne bei mir. Besonders diese hier. Oh. Ach, du singst so traurig, Nachtigall, dass eine alte Hexe dich braten und auffressen würde. Oh. Dabei bin ich nicht einmal eine richtige Hexe. Eine Firlefanz-Zauberin bin ich für Kinderstrümpfe. Oh. Fuchskati! Ja, Frau Mafalda? Bin ich nun eine böse alte Hexe oder nicht? Sehr böse gerade nicht, aber... Aber böse doch, weil ich dich und die Vögel nicht freilassen will. Wie? Und was soll aus mir werden, wenn ihr alle fort seid? Wie? Wer will mich haben? Wie? Wer kann mich brauchen? Wie? Was? Wie was? Ah! Vielleicht sollten Sie doch bei Riesengurken... Ah! Die Menschen mögen mich nicht. Und ich mag sie auch nicht. Bring mir den Mantel. Ich will doch lieber eine Eule sein. Hm, oh! Und hol frisches Wasser für meine Vögel. Frisches Wasser für die Vögel. Und hol den Schnittlauch aus dem Garten für die Suppe. Schnittlauch aus dem Garten für die Suppe. Und stell den Eimer unter das Loch im Dach. Eimer unter das Loch im Dach. Ich will Sturm und Regen. Zaubern! Grüß dich, Zachien! Das ist ganz bestimmt der verflixte Hexenwald rund ums Schloss, Herr Biedermann. Was ist denn? Das kann ich Ihnen sagen. Und das Beste, was wir hier werden können, das sind steinerne Vogelscheuchen. Ah, es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass man uns in Bären, Füchse oder in Krähen verwandelt und uns dann die Küche putzen und Spinnweben fressen lässt. Ich weiß recht gut, wo wir hier sind. Mein
guter Hans Wurst. Ja. Oh. Aber... Oh. Ah. Aber trotzdem hat die Wissenschaft vor steinernen Vogelscheuchen und spinnwebfressenden Bären Vorrang. Ah! Ah. Aber wieso denn? Die Blume befindet sich doch im Pfefferland. Wald. Unter den goldenen Buchen und Sie haben selbst gesagt, dass das in Indien oder aller... oder allerhöchstens in den türkischen Bergen sein kann. Also nichts wie weg in die türkischen Berge. Worauf warten wir noch? Auf nach Indien oder meinetwegen auch ins ägyptische Indonesien. Du vergisst unseren Freund Joringel. Ja, aber wieso denn? Der will die Blume ja auch. Joringel liebt seine Jorinde so sehr, dass er mit der Blume hier ankommen wird. Ja. Nach 9 Tagen, wie er es gesagt hat. Heute ist der 9. Tag. Nacht. Was? Nacht ist es schon. Das sehe ich doch. Du willst doch deine Fuchskatze ja auch erlösen. Ja. Na also. Ja, aber das wäre doch ein Wunder, wenn der nach 9 Tagen aus der Türkei schon wieder zurück wäre. Das ist kein Wunder. Das ist die Liebe. Na bitte! Was hab ich gesagt? Die rote Blume. Herr Bibernell. Mein lieber Joringel. Mein lieber Joringel, lassen Sie mich Ihnen gratulieren. Sie haben der Wissenschaft einen unschätzbaren Dienst erwiesen. Na sowas. Ja, worauf warten wir noch? Komm, Hans Wurst. Ich wär doch lieber eine Krähe statt einer steinernen Vogelscheuche. Eine Krähe bekommt wenigstens Körner und Speck. Und die Fuchskatze. Ja. Die Fuchskatze, Erbsensuppe und rote Haare. Die rote Blume. Sind auf einmal so aufgeregt. Ja, Frau Mafalda. Da ist jemand am Tor. Frau Mafalda. Lass ihn nur. Den Zauber, der dieses Tor öffnet, den findet doch keiner. Ist Schloss und Riegel auch davor? Öffne dich, mein liebes Tor. Schlüssel, Zauber, Moos und Stein. Liebes Tor, wir treten ein. Das kann nicht sein. Das erlaube ich nicht. Nicht. Zauberwort und Zauberspruch. Wer Schloss ist, dein Zauber. Wieder sein. Los vom Käfig, Vögelein. Jorinde! Jorinde! Und was ist mit mir?
Füchslein, auch du bist wieder frei. Einfach Kathi wieder sein. Kathi! Sie hat ihre Zauberkraft verloren! Wir sind frei! Und viele anderen auch! Jorinde! Jorinde! Ich hab dich wieder, meine Jorinde. 9 Tage und Nächte habe ich nach der roten Blume mit der Perle gesucht. Herr Bachstedt hat mir geholfen. Ja, ja. Und seine Freunde sind schon auf dem Weg zu ihrem Vogelsommerfest. Hast du gehört, Susanne? Ihretwegen sind wir erlöst worden. Dabei kann sie nicht einmal kochen. Und Blau steht ja auch nicht. Meine Jorinde, am nächsten Sonntag soll die Hochzeit sein. Mit vielen Musikanten. Mhm. Und der Schimmel vom Bäcker soll den Wagen ziehen. Aber da bleibt uns ja nur noch der Schecke vom Schmied. Der passt ja auch viel besser zu uns. Geht nur alle. Seid so vergnügt, wie ihr wollt. Die alte Hexe, die nicht einmal mehr Wunschstrümpfe für die Kinder zaubern kann, die bleibt allein. Wäre ich doch nur bei den Riesengurken geblieben. Die Nachtigallen wird man mir doch nicht verzeihen. Riesengurken? Ja, ja. Wunschstrümpfe. Ja, ich wollte nicht ganz allein sein. Aber die Menschen mögen mich nicht. Und da habe ich sie eben zu Nachtigallen gemacht, damit ihr es wisst. Und jetzt verschwindet endlich und lasst mich allein. Oh nein, Frau Mafalda. Ich war zwar auch recht lange ihr Fuchs in der Küche, aber ich weiß am besten, dass Sie nicht so böse sind, dass Sie es verdient hätten, so traurig und allein zu sein. Können Sie kochen? Na, hör mal, ich habe es dir doch beigebracht. Kathi! Dann werden wir Sie also als unsere Großmutter mitnehmen, der Hanswurst und ich, und Sie werden kochen. Erbsensuppe mit Speck. Schokoladen! Mit Bratkartoffeln. Und damit Ihnen das Zwitschern nicht abgeht, bekommen Sie zum Geburtstag einen Kanari. Oder hast du was dagegen? Nein. Bevorzugen Sie Lehmerde oder sandigen Boden, meine Liebe? Heißt das, Sie laden mich in Ihren Garten ein? Wenn Sie nichts dagegen haben. Ach, solange Sie mich täglich gießen mit der Gießkanne und wenn in Ihrem Garten oft die Sonne scheint. Schließlich habe ich ja auch ein Glashaus. Sonntag nach.